In diesem Video möchte ich Ihnen vorstellen, wie man Zufallszahlen mit Python generiert. Das ist auch wiederum ganz einfach, allerdings gibt es ein bisschen mehr Varianten und mehr Möglichkeiten als das, was wir in C kennengelernt haben. Bevor wir damit beginnen, möchte ich allerdings Sie an etwas erinnern, und zwar an offenen und geschlossenen Intervallen. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel ein geschlossenes Intervall, wird normalerweise, das schreibe ich jetzt hier einfach rein, in eckigen Klammern definiert. Und wenn ich zum Beispiel sage, dass ein Intervall von 1.0 bis von 0.0 bis 1.0 geht, bedeutet das, dass ich alle Zahlen mitnehme von genau 0,0 bis genau 1,0. Wenn ich allerdings, das ist ein geschlossener Intervall, wenn ich allerdings Folgendes schreibe, wenn ich hier am Ende eine runde Klammer stattdessen rein tue, bedeutet das ein offener Intervall, und damit sind alle Zahlen jetzt gemeint, die bis 1,0 gehen, allerdings ohne die 1,0. Das war ja genau diese Bereichdefinition, die wir auch mit der Funktion Range gehabt haben oder auch mit den Schnitten aus den Listen. Das brauchen wir, damit wir ein bisschen besser auch hier die Zufallszahlen, die Generation, die Generierung von Zufallszahlen verstehen können. Als allererstes müssen wir allerdings ein Modul Random integrieren in unseren Code, damit wir überhaupt diese Random-Zahlen, diese Zufallszahlen generieren können. Das funktioniert in Python so ähnlich wie im C, allerdings nicht so ganz. Da gibt es wirklich wichtige Unterschiede, die ich Ihnen lieber als ein Beispiel erkläre, als in den Details reinzugehen. Um das Random-Modul zu benutzen, das nennt man Module in Python, muss ich nichts weiteres machen, außer import random schreiben. Import random, was bedeutet das? Ich importiere ein bestimmtes Modul, und das Modul heißt random. Alles, was jetzt in diesem Modul random definiert wurde, als meistens als Funktionen oder irgendwelchen Konstanten oder irgendwelche Variablen, muss ich immer mit random Punkt und den Namen dieser Funktion oder dieser Variable ansteuern. Was bedeutet das? Versuchen wir doch mal Folgendes. Und zwar werde ich einfach eine Variable x generieren, und zwar mit random.random. Random.random sieht erstmal ein bisschen lustig aus, bedeutet aber nichts weiteres. Rufe die Funktion random aus dem Modul random auf. Das generiert mir jetzt einen offenen Intervall, der geht von 0,0 bis 1,0 offen. Wenn ich das jetzt ausdrucke, versuchen wir es doch mal, dann bekomme ich eine Zahl, die sieht lustig aus. Die ist eindeutig ein Float, also das war nicht nur irgendeine Zahl, sondern eine Gleitkommazahl. Und die ist eben irgendetwas. Was passiert jetzt, wenn ich diesen Code nochmal einfach genauso wie er ist ausführe? Wenn ich das nochmal ausführe, bekomme ich eine andere Zahl. Warum passiert das hier eigentlich? Warum spuckt er mir unterschiedliche Zahlen raus? Dieses Modul random in Python generiert die Zahlen auf folgende Art und Weise. Wenn ich den sogenannten seed nicht benutze, dazu gleich noch was, dann generiert mir tatsächlich immer unterschiedliche Zahlen. Sie erinnern sich wahrscheinlich an das seed vom Arduino. Da war es so, dass wenn ich das Seed nicht gesetzt habe, hat er mir immer wieder die gleiche Sequenz aus Zufallszahlen generiert. Wenn ich das Seed gesetzt habe, zum Beispiel mit einer Zufallszahl, wir haben normalerweise so einen analogen Input dafür benutzt, dann wird er mir verschiedene Zufallszahlen generieren. Welche Variante man bevorzugt, hängt tatsächlich von der Anwendung ab. Während man sein Programm testet, ist es gar nicht so schlechte Idee, wenn die Sequenz aus Zufallszahlen tatsächlich die gleiche ist. So kann man immer überprüfen, tue ich genau das Gleiche, und ich kann auch sehen,
Wenn es zum Beispiel einen Fehler gibt, kann ich dann ganz gut nachvollziehen, habe ich diesen Fehler jetzt repariert oder nicht, denn er hängt meistens auch von dieser Zufallszahl ab. Wenn ich allerdings jedes Mal, wie zum Beispiel bei einem Spiel, eine andere Zufallszahl generieren möchte, dann muss ich eben diesen Seed setzen. Hier im Modul Random ist es eben genau umgekehrt als vom Arduino. Wenn ich eine richtige Zufallszahlen haben möchte, also jedes Mal eine unterschiedliche, dann soll ich das Seed nicht setzen, so wie hier. Wenn ich allerdings die gleiche Sequenz haben möchte, dann muss ich diese Seed setzen, indem ich random Seed aufrufe und danach einfach irgendeine Zahl nehme. Das kann wirklich irgendetwas sein, wie zum Beispiel 11. Das ist vollkommen egal, Hauptsache es ist die gleiche. Wenn ich jetzt das Programm ausführe, dann bekomme ich diese Zahl 0,45 irgendetwas. Wenn ich es nochmal ausführe, bekomme ich genau die gleiche Zahl. Darum geht es hier. Und nochmal bitte aufpassen, es ist genau die umgekehrte Logik als beim Arduino. Wenn ich das Seed setze, dann generiert er mir die gleiche Sequenz. Wenn ich das jetzt versäumen würde oder eben Seed mit einer anderen Zahl initialisieren würde, dann würde er mir unterschiedliche Sequenzen liefern. Was es noch gibt, ist die Funktion random randint, das steht für random integer. Dort muss ich allerdings, hier hilft er mir bereits, von bis setzen. Also nicht wie bei random, wo der Scope, also der Bereich, vordefiniert war, sondern ich muss ihm sagen, von wo bis wo. Ich kann sagen, von 0 bis 10. Und wenn ich das jetzt ausdrucke, dann zeigt er mir eine Integer-Zufallszahl. Das ist auch ganz praktisch. Und das ist eben ein Integer in einem, jetzt Achtung, geschlossenen Bereich von 0 bis 10. Wenn ich einen offenen Bereich haben möchte, kann ich stattdessen die Funktion random randRange benutzen. Und zwar, hier hilft er mir auch wieder. Von wo fange ich an, wo beende ich das und welchen Schritt ich benutzen möchte. Sagen wir mal 2. Das heißt, jetzt wähle ich aus einem bestimmten Bereich von Zahlen, aber in diesem Fall nur gerade Zahlen. Das ist auch gar nicht schlecht. Integer im Bereich, geschlossener Bereich in diesem Fall von 0, also offener Bereich, Entschuldigung. Von 0 bis 10 in Schritten von 2. Wenn ich das jetzt ausführe, dann wird er mir eben eine gerade Zahl ausspucken. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Float-Zahlen, Zufallszahlen zu generieren, und zwar mit random uniform. Uniform. Und hier kann ich wieder einen Bereich eingeben, sagen wir von 0 bis 10. Wenn ich das drucken wir jetzt wieder aus, ergibt mir tatsächlich jetzt eine Float-Zahl. Das ist auch ganz praktisch, denn manchmal braucht man ja eben Integers, also ganze Zahlen, manchmal braucht man Gleitkommazahlen oder reale Zahlen. Ist es jetzt offen oder zu? Das ist tatsächlich ein geschlossener Intervall. Also, das gibt er mir jetzt ein Float in dem Bereich von 0 bis 10. Auch sehr praktisch ist, wenn man eine Liste hat und diese Liste zum Beispiel zufällige Elemente aus der Liste ziehen möchte. Nehmen wir doch mal an, wir haben wieder unsere Obstliste hier. Was hatten wir da? Wir hatten Apfel, Banane, Mango und Kiwi. Wenn ich diese Obstliste hier habe, dann kann ich ein Zufallselement daraus ziehen, indem ich aus dem Modul Random die Funktion Sample benutze. Und Sample braucht zwei Parameter. Einmal die Liste selbst und einmal, wie viele ich daraus ziehen möchte. Sagen wir mal 2. Wenn ich das jetzt ausdrucke, schauen wir mal, was passiert. Hat er mir Banane und Apfel rausgenommen. Und Sie sehen auch, die sind tatsächlich in einer zufälligen Reihenfolge rausgekommen. So kann ich mir verschiedene Anzahl von Elementen da zufälligerweise rausziehen.
Ich kann allerdings auch diese komplette Liste durcheinander bringen. Das ist die sogenannte Funktion Shuffle. Das kann ich durcheinander bringen, indem ich sie erstmal diese Liste tatsächlich shuffle, also durcheinander bringe, durchschüttle. Das mache ich mit random shuffle Obst und danach print Obst. Wenn ich das jetzt ausführe, dann sehen wir Folgendes. Er hat sie durcheinander gebracht. Davor war sie Apfel, Banane, Mango, Kiwi. Jetzt ist es Banane, Apfel, Mango, Kiwi. Also hat zwei letztendlich hier gewechselt. Das ist jetzt nicht besonders viel, aber bei so einer kurzen Liste kann man eigentlich nicht viel mehr erwarten. Das Problem ist, dass er hat tatsächlich die Liste verändert. Also normalerweise kopiert man sich die Originalliste in eine andere Liste und bringt diese durcheinander, statt die Originalliste durcheinander zu bringen, denn den Originalzustand kriegt man sonst nicht wieder zurück. Zusammenfassung dieses Videos: Sie können jetzt randomisierte Zufallszahlen generieren, und zwar entweder Integers oder also ganzzahlige oder reale Zahlen. Und Sie können das entweder in einem offenen oder in einem geschlossenen Intervall machen. Und Sie wissen außerdem, wie man Zufallselemente aus einer Liste rauszieht und wie man eine komplette Liste komplett durcheinander bringt. Dankeschön.